ihr Süßen, ihr hattet euch ein Blair Waldorf Tutorial gewünscht und ich habe jetzt hier diesen Look geschminkt. Ihr kennt es ganz, ganz schlecht. Also das Bild, was mich inspiriert hat, setze ich euch unten in die Infobox und klickt doch bitte auch unten auf den Genie-Link. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video gefällt euch und es kommt ihr so ein bisschen nahe, man erkennt es nicht so sehr. Ich versuche vielleicht noch ein paar Bilder zu machen, wo man das vielleicht erkennt, den Unterschied oder so, oder wie sie so guckt auf dem Bild. Und da hoffe ich, das Video gefällt euch und ja, gebt doch Däumchen hoch, wenn ihr es gut findet und wenn ich weitere Videos machen soll. Und dann sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Video. So, ich habe noch vergessen zu sagen, dass es nur das Make-up und die Augen und die Lippen sind. Die Haare habe ich jetzt nicht gemacht, weil sie natürlich auch eine ganz andere Farbe hat und ja, das habe ich jetzt ausgelassen. Ich hatte jetzt vorher schon die Photo Finish Foundation drauf von Catrice in der hellsten Farbe Sand Beige und mein 2-in-1 Concealer von Manhattan und den Rest zeige ich euch dann im Video, was ich drauf habe. Und ja, tschüss, viel Spaß! So, Blair Waldorf hat ja ganz, ganz matte Haut. Deswegen nehmen wir nochmal ein Kompaktpuder und gehen da mit so einem Pinsel rein. Und mattieren unsere Haut, weil sie hat wirklich sehr, sehr matte Haut. Und gehen da dann überall drüber. Das ist jetzt das von Manhattan Clear Face in der Farbe Vanilla. Ich glaube, das ist sogar die hellste Farbe. Und gehen da, wie gesagt, dann drüber, dass wir komplett matt sind. So. Jetzt sind wir komplett matt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schon mal an die Augen. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen weiter weg, dass ihr das ja besser erkennen könnt. Und zwar trägt sie auf dem Bild ein helles Braun und ein Dunkelbraun in der Lidfalte. Und da habe ich jetzt einfach die Sleek Storm Palette genommen und nehme da jetzt einfach den Essence Eyeshadow Pencil und gehe da in dieses Braun rein. Meine Eyeshadow Base habe ich schon drauf, das ist die Essence Eye of Stage. Und trage es jetzt einfach auf das gesamte bewegliche Lid. Und das müssen wir jetzt sehr, sehr schön ausblenden, weil es bei ihr kaum zu erkennen ist. So wie hier jetzt ist kaum zu erkennen. Dann noch auf der anderen Seite natürlich. Auch wieder auf dem beweglichen Lid. Ich habe leider keine richtigen Bilder gefunden, wo man jetzt richtig erkennt, was sie denn genau trägt. Also das Bild fand ich eben sehr, sehr schön und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mal. Auch wieder hier schön verblenden. Ihr könnt einigermaßen was erkennen. So. Und jetzt gehen wir in das Dunkelbraun. Da müsst ihr aufpassen, dass es so ein bisschen besser pigmentiert. Auch wieder mit dem Blendepinsel von Essence. Und geht damit jetzt erstmal hier außen und dann so in die Lidfalte rein. Die hat das Braun schon sehr, sehr stark betont. Bei ihr auch bis fast hoch an die Augenbraue, deswegen verblenden wir das jetzt schön bis hoch. Nehme da so ein bisschen den Finger, um das ein bisschen zu verblenden. Auch so ein bisschen bis hier vor. Dass es ungefähr so aussieht. Und das machen wir natürlich dann auch auf der anderen Seite. Also ihr könnt echt sehr, sehr schön mit den Fingern verblenden.
Bis fast hoch an die Augenbraue und dann müsst ihr gucken, dass das so ziemlich gleich dann aussieht. Jetzt gehe ich doch mal nochmal hier drüben so ein bisschen mit dem Hellbraun drüber. Also ich hoffe, dass ich da so ein bisschen rankomme. So. Sie hat jetzt keinen Lidstrich, sie hat jetzt nur, so wie man sieht, so ein bisschen hier unten schwarz. Dann nehme ich jetzt einfach so einen ganz, ganz flachen Pinsel und gehe da in das matte Schwarz rein aus der Palette und setze mir das gerade so ein bisschen hier unten, ja, hier unten an, weil sie das wirklich nur, man sieht nur, dass sie das hier so ein bisschen unten schwarz hat. So. Ein bisschen nach oben. So. Ich könnte da was erkennen. Sie hat es auch nur bis hier, also nicht so, man erkennt, sie hat ja nicht so viel. Weit. So. Jetzt könnt ihr dann auch noch mal mit dem Pinsel so ein bisschen verblenden. So. Und dann hat sie nur ganz, ganz leicht getuschte Wimpern. Auch unten hat sie die Wimpern nicht getuscht. Und dann nehme ich jetzt die The Giant Mascara von Catrice und tusche mir damit jetzt meine Wimpern. Das ist mein erstes Make-up, das ich jetzt so nachschminke. Von einem Star. Aber das habt ihr euch gewünscht. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und da tusche ich mir jetzt einfach so ein bisschen die Wimpern. So. Müsst natürlich auch sehen, dass sie natürlich jetzt auch noch Locken hat und so. So, und jetzt nehmen wir ein Rouge, weil sie hat nur so ganz, ganz leicht Rouge drauf. Und es ist so ein bisschen braun-orange. Ich habe jetzt hier von L'Oreal das Brown genommen. Und sie hat nur ganz, ganz leicht Rouge drauf. Also ich gehe da einfach nur so ein bisschen rein und gebe das hier so ein bisschen drauf. Und sie hat hier vorne eher so ein bisschen braun-orange. Und das werden wir aber gleich noch ein bisschen ändern, weil es noch ein bisschen peachiger bei ihr aussieht. Jetzt würde ich nur sehr, sehr leicht drauf. Und dann nehme ich so einen Peach-Ton, das war von der Alverde LE, so eine. Und gehe da gerade so ein bisschen hier hinten und hier überall nochmal so ein bisschen drüber. Weil es so auch ein bisschen peachig aussieht bei ihr. So. Nur ganz, ganz leicht. Und dann hat sie einen dunkelpinken ja, Lippenstift drauf. Ich habe jetzt hier den Onion Score von P2 und den trage ich jetzt einfach so einen tupfenden Bewegung auf und tue das gerade so verteilen. Kann auch die Finger noch mal nehmen, weil sie es schon ziemlich natürlich hat. So. Dann hat sie noch einen Lipgloss drüber. Ich nehme jetzt hier den Pure Beauty von Essence. Weil ich glaube, sie hat so einen durchsichtigen drauf. Geht das jetzt gerade so ein bisschen drüber. So, das wäre dann schon
der Look von ihr. Ich hoffe, er kommt ihr ein bisschen nah. Ja, ist schon eher schwierig. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Rouge, oder? Oder geht es so? Also, das wäre ja jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Video.